Deutschland steckt im Ampel-Corona-Chaos. Wir haben gerade eben schon über die Impfpflicht diskutiert. Aus meiner Sicht ist sie gescheitert. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, wollte sie haben. Aber ich sage Ihnen voraus, dass morgen keine Mehrheit für einen der Anträge da sein wird. Und jetzt geht es nur noch um Gesichtswahrung. Wir sehen, dass Tricks angewandt werden im Verfahren. Jetzt werden Kompromisse vorgelegt. Aus der Impfpflicht 18 und der Impfpflicht 50 wird die Impfpflicht 60. Dabei sind in dieser Altersgruppe mehr als 90% auch schon geimpft. Und ich sag Ihnen, das Ganze führt zu Politikverdrossenheit. Mir haben Bürger gestern schon geschrieben, hört auf mit diesen Parteispielchen. Und deswegen können wir als Union nur die Ampel dazu auffordern, stimmen Sie unserem Antrag zu, der derzeit unter Omikron keine Impfpflicht vorsieht, aber die notwendigen Voraussetzungen dafür stellt, dass, falls die Umstände wieder anders sind, dass man dann durchaus eine Impfpflicht einführen kann. Ja, ich möchte es nochmal unterstreichen, weil es wirklich, man kann es von außen ja oft gar nicht so beurteilen, aber es wird ja dann auch immer versucht, so auf uns zuzugehen, ja, und rettet uns doch so nach dem Motto. Und das finde ich schon spannend, wenn dann immer so die Kolleginnen und Kollegen auch sagen, wir vergeigen es jetzt mal, um es höflich auszudrücken, in der amtierenden Regierung. Und noch nie gab es einen so schlechten Start bei einer Bundesregierung wie bei dieser. Und jetzt wird der Union vorgeworfen, wenn wir ihnen nicht den Hintern retten bei einer Sache, die offensichtlich falsch ist, dann wird uns die Schuld in die Schuhe geschoben. Und das ist mit uns nicht zu machen, weil wir wollen wirklich jetzt auch aus einer verantwortungsvollen Opposition heraus das Richtige tun. Und das machen wir mit unserem Antrag, den übrigens auch viele in der aktuellen Regierung gut fänden, sich aber nicht trauen, dazu zu stimmen. Frau Bär, die Einigkeit heute, die man zwischen Ihnen beiden erlebt, CDU und CSU, die hat man ja im Wahlkampf vermisst. Also genau das, was gerade passiert ist, diese traute Beisammenheit. Sie hätten ja vielleicht auch regieren können, wenn das genauso gut schon vorher geklappt hätte. Ich sag mal so, wir hatten heute einige Rednerinnen der SPD am Pult und dann hat ein Kollege, den ich nicht näher nennen möchte, hat dann so von hinten reingerufen und gegen diese Truppe haben wir verloren, das muss man sich mal vorstellen. Also ja, haben Sie völlig recht. Hätte man anders haben können. Aber der Kollege war übrigens ich. Ja. nein, es ist natürlich so, gegen diese Truppe haben wir verloren. Im letzten Bundestagswahlkampf sind wir sehenden Auges in eine Niederlage reingelaufen. Viele haben im Vorfeld auch davor gewarnt. Jetzt ist es aber so, dass auch eine andere Regierung dran ist. Und ich erwarte dann aber auch von so einer Regierung, dass sie eine Mehrheit in so einer zentralen Frage hat. Also man kann ja bei der Impfpflicht dafür oder dagegen sein. Aber ich erwarte von einer Bundesregierung, dass sie eine Mehrheit hat. Und die hat sie offensichtlich nicht und versucht jetzt über Verfahrenstricks jetzt irgendwie doch was hinzukriegen, nur damit der liebe Gesundheitsminister und der Bundeskanzler dann ihr Gesicht wahren können. Ja, aber beenden wir mal diese Therapiesitzung der Union nach der Wahl und kommen wieder zum Thema. Also wir Österreicher haben ja die Impfpflicht eingeführt gegen massive Widerstände. Ich war auch jemand, der massiv davor gewarnt hat und das war ein Mega-Desaster. Mittlerweile ist sie ausgesetzt. Für 3 Monate. Warum? Weil sie nicht verfassungskonform ist, weil sich niemand überlegt hat, wer kontrolliert das, wie kontrolliert man es, wie schafft man das, dass die Menschen nicht aus dem Arbeitsprozess rausfallen und wie kann man es argumentieren, weil es geht ja um die Verhältnismäßigkeit. Eine Impfpflicht bei Ebola, werden wir uns alle einigen, wird so sein. Na, aber bei etwas, das harmloser ist, mittlerweile bei Omikron wie eine Grippe, ist die Verhältnismäßigkeit ja nicht gegeben und im Grunde immer... Wer rettet uns denn vor den, uns Bürger denn vor den Parteien und vor dem Zwang? Zwang der Ahnungslosen und der Hoffnungslosen. Weil diese Regierungen vermitteln ja europaweit mittlerweile, gerade Deutschland und Österreich sind ja die großen Vorbilder. Ne? Ganz Europa lacht ja mittlerweile über German Angst, ne? German Austrian Angst. Ne? Weil wir fürchten uns zu Tode vor allem. Wir wollen im Vollkaskostaat zu beschützt werden. Bitte, lieber Staat, beschütze mich doch vor allem Bösen und vergessen, dass eigentlich die Stärke unserer Gesellschaft in der Freiheit des Einzelnen, in der Selbstverantwortung liegt. Noch dazu, das darf man nicht vergessen, ist ein Ungeimpfter gleich ansteckend wie ein Geimpfter, auch für die Risikogruppen, dem Ungeimpften der Risikogruppen oder dem Geimpften aus der Risikogruppe. Es ist völlig egal, ob da ein Ungeimpfter oder ein Geimpfter ihn ansteckt. Sein Verlauf ist der völlig gleiche. Also wir schießen mit Kanonen auf Spatzen und das ist einfach nur abzulehnen, weil es ist mittlerweile nur mehr eine angstgetriebene Kampagne
gesteuert von einer kleinen Minderheit von Zeugen Corona, die das mittlerweile zur Glaubensfrage erklärt haben. Man glaubt ja mittlerweile an Corona. Es gibt den großen Corona-Altar und die Spritze davor. Aber dass man einmal mit Logik und Vernunft und sich die Zahlen anschaut, die österreichischen Zahlen, die Zahlen des RKI, die Ansteckungsvarianten, die Spitalsbelegungen, da spricht ja nichts mehr dafür. Und ein bisschen weniger Hysterie, ein bisschen weniger Glauben, ein bisschen mehr Ratio. Aber ein bisschen auch noch mehr unsere Demokratie hochhalten. Also so zu tun, als ob da 2-3 Leute sich selbst ernannt haben und Gesetze durchprügeln. So ist es weder in Österreich noch in Deutschland. Und die Regierungen, die da sind, wurden ja auch von Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Ich sage in unserem Fall in Deutschland leider. Wir hätten es uns anders gewünscht. Aber ich sage trotzdem, das ist ja auch eine Mehrheit, die da ist. Und es wusste jeder im Wahlkampf, was passieren wird, wenn wir nicht mehr den Auftrag zur Regierungsbildung bekommen, dass dann eben auch genau sowas entsteht. Und deswegen würde ich zumindest an dem Punkt widersprechen, dass da ja auch eine Mehrheit sich schon Gedanken macht, und so zu tun, als ob Politikerinnen und Politiker das in der Mehrheit nicht tun, kann ich Ihnen nur empfehlen, vielleicht auch zu kandidieren, um mal von innen reinzuschauen. Ja, desto schwächer eine Demokratie und eine Gesellschaft ist, desto mehr Regeln braucht sie. Weil normalerweise sollte man als Gesellschaft dem ja auch freiwillig folgen. Und ich glaube, dass die Union als konservative Freiheitspartei, die CSU als klassische Freiheitspartei von Franz Josef Strauß hier wieder zurückfinden sollte zum Freiheitsgedanken und sich nicht in linken Kollektivismus und Zwangssystemen verpflichten sollte. Aber ich glaube, man muss noch mal darauf zurückkommen, warum wurden eigentlich die Maßnahmen in den letzten 2 Jahren eingeführt und warum wurde überhaupt mal begonnen, über eine Impfpflicht zu diskutieren? Und das war ja die Frage der Überlastung des Gesundheitssystems. Diese Voraussetzung ist jetzt offensichtlich nicht mehr gegeben. Also ich habe auch meine Auffassung zur Impfpflicht durchaus geändert. Sie werden morgen dagegen stimmen. Ich werde morgen für den Antrag der Unionsfraktion stimmen, der unter Omikron keine Impfpflicht vorsieht, der aber die Voraussetzung schafft, dass sollte sich eine schlimmere Variante wieder ergeben, die auf einmal wieder zur Gefährdung des Gesundheitssystems sorgen kann, dass diese Impfpflicht... Aber dann haben Sie Ihre Grundannahme haben Sie ja dann nicht aufgegeben. Also bei Delta hätten Sie eine Impfpflicht durchgesetzt, genau. Nur aufgrund jetzt der Omikron-Variante wollen Sie keine mehr. Die Grundargumentation ist seit 2 Jahren, wir wollen im Grunde genommen das Gesundheitssystem schützen. Und das ist eben nur dann gefährdet, wenn da dann auch relativ viele liegen. Das ist unter Omikron nicht der Fall. Deswegen sage ich auch jedem, dass sollte es morgen zu einer Impfpflicht kommen, egal wie die aussieht, wird die vor dem Verfassungsgericht scheitern, weil eben diese Voraussetzung dort nicht mehr gegeben ist. Und deswegen finde ich es ehrlich gesagt auch ziemlich schwierig, was der Gesundheitsminister derzeit macht. Der ändert nämlich diese Grundbedingungen. Er sagt nämlich nicht mehr, es geht um den Schutz des Gesundheitssystems, sondern er sagt jetzt, ja, wir dürfen doch nicht sehenden Auges dahin laufen, dass pro Tag 100, 200 Leute sterben. Aber das kann aus meiner Sicht keine Begründung für so einen starken Eingriff sein. Ich schließe mich ja Ihnen an, aber nur eine kurze Frage ist aus Interesse. Warum? Sie haben ja den Gesundheitsminister gestellt. Warum haben Sie denn das Gesundheitssystem denn nicht ausgebaut und Corona-fit gemacht? Also, wir haben das gemacht. Wir haben beispielsweise, wie viele Betten haben Sie in Deutschland geschaffen? 10.000 Betten mehr geschaffen. Wir haben dafür gesorgt, dass jede zusätzliche Pflegekraft, die ein Krankenhaus angestellt hat, bezahlt worden ist. Aber wie Sie haben ja vorhin schon selbst erwähnt, die wachsen nicht auf den Bäumen. Ich finde, wenn ich mir die Performance von Herrn Lauterbach anschaue, in 4 Monaten, dann hat es der Jens Spahn in 2 Jahren eigentlich ganz ordentlich gemacht. Jo. Also Sie würden jetzt rückblickend auf die Corona-Pandemie sagen, Jens Spahn war ein guter Gesundheitsminister für Deutschland. In so einer Situation hat es jeder Minister schwer, der da im Amt ist. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, dass unter der harmloseren Variante Herr Lauterbach nach 4 Monaten einen Bock nach dem anderen schießt und zu großer Verunsicherung führt, dann sage ich, das hat der Jens Spahn in 2 Jahren ordentlich gemacht. Ja, wenn die Sonne tief steht, werfen auch die Zwerge lange Schatten.